Wir sehen heute eine Zelensky-Rally. Gemeint ist der ukrainische Präsident und seine Aussagen, die die Aktienmärkte nach oben bringen. Kann diese Rally weitergehen? Oh ja, denn wir waren sehr stark überverkauft. Die Dinge sind wirklich bis ins Extrem schon am Anschlag gewesen. Aber ein Problem ist bei dieser ganzen Rally, nämlich sie ist nicht nachhaltig. Zumindest halte ich das für extrem unwahrscheinlich. Und warum diese Rally nicht nachhaltig ist und sein kann, will ich in diesem Video hier ein bisschen mal zeigen. Wie gesagt, diese Rallye kann weitergehen. Die kann durchaus noch richtig Impulse haben nach oben. Aber ich spreche hier von mittel- bis langfristig, dass diese Rallye eben nicht nachhaltig ist. Und das schauen wir uns im Einzelnen mal an. Was hat Zelensky gesagt? Nun, es ist vor allem die Aussage, ich bin bereit, einen Kompromiss zu finden über die Krim und über den Donbass. Mithin also den Forderungen der Russen entgegenzukommen, die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anzuerkennen und eben auch die Krim als russische anzuerkennen. Warum sagt er das? Wahrscheinlich, weil er jetzt natürlich sich klar geworden ist, dass die Ukraine vorerst nicht in die NATO aufgenommen werden wird, dass die NATO nicht in diesen Konflikt eingreifen wird, dass die Ukraine on the long run keine Chance hat gegen die Russen, selbst mit westlichen Waffen. Und vor allem jetzt eben vor der Situation steht, naja, wie kriegst du dann irgendwie die Kuh vom Eis? Dann brauchst du einen Waffenstillstand, dann musst du akzeptieren, dass du nicht in die NATO kommen wirst. Das hat er jetzt praktisch getan, der gute Zelensky. Und damit ist zum ersten Mal in irgendeiner Form ein Waffenstillstand wirklich zumindest in Aussicht. Ob das so kommt, das muss man natürlich sehen. Aber es ist zumindest in Aussicht, weil die Ukraine jetzt eigentlich in Teilen auf die Forderungen der Russen eingeht. Und für die Welt wäre es wahrscheinlich das Beste. Man hat praktisch eine Ukraine, die eine Art Pufferstaat ist zwischen der NATO und Russland. Der Westen pumpt Geld in den Wiederaufbau der Ukraine. Den Menschen geht es gut. Die große Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist damit gebannt und alle sind einigermaßen aus dieser Nummer glimpflich rausgekommen. Das wäre eigentlich schon eine gute Lösung und Zelensky reagiert wahrscheinlich auf den Druck eben des Westens, der sich nicht in diesen Krieg aktiv hineinziehen lassen will mit diesen Aussagen. Und diese greifbare Aussicht oder diese Aussicht auf einen Waffenstillstand, die sorgt natürlich hier für jetzt eine gewisse Erleichterungsrallye. Die EU-Kommission hat heute jetzt veröffentlicht, dass man 2/3 des russischen Gases reduzieren will bis Jahresende. Das ist mal eine Ansage. Ob das gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist einer der Gründe, warum diese Rallye nicht nachhaltig ist. Warum? Schlichtweg, weil wir jetzt einen Gamechanger haben, der sowieso schon eingetreten ist, mit oder ohne Waffenstillstand. Je schneller dieser Waffenstillstand kommt, desto besser für die Welt, desto besser für die Ukrainer, desto besser für alle. Gar keine Frage. Aber eins ist auch klar, das Tischtuch zwischen dem Westen und Russlands ist zerschnitten und das hat Folgewirkungen, die uns eben noch beschäftigen werden, jahrelang, denn sie werden diesen Inflationsschock, den wir jetzt durch massiv gestiegene Energiepreise gesehen haben, durch massiv gestiegene Rohstoffpreise gesehen haben, das wird diesen Inflationsschock verstetigen, dauerhaft werden lassen. Und das bedeutet, dass wir letztendlich ein ökonomisches Thema haben, das dann auch die Unternehmen haben. Wir haben dann nämlich Bewertungsthemen, die sich gewaschen haben. Also hier der Versuch, weitgehend eben die Abhängigkeit von russischem Öl oder Gas zu verhindern. Dazu will man neue Bonds auflegen seitens der EU. Wunderbar, kaum hat man die Corona-Bonds aufgelegt. Jetzt kommt schon der nächste Gemeinschaftshaftungsbond. Hier will man massive Investitionen machen. Gewiss, die sind nötig in eben Energy und Defense, also Energie und Verteidigung. Gut, kann man machen, also, aber es ist natürlich eine Verstetigung des Schuldenkarussells. Darüber brauchen wir uns keine Illusionen machen. Und keine Illusion sollten wir uns auch machen, dass Frau Merkel noch vor ziemlich genau 3 Jahren gesagt hat, dass die Sorgen vor russischer Gasabhängigkeit unbegründet sein, wie hier Jan Fleischhauer nochmal betont. Es wird vielleicht nicht das Einzige sein, was in der Rückschau von Merkel als nicht so günstig gesehen wird. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Joe Biden jedenfalls hat das jetzt wahrgemacht, was die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen haben. Ölimportstopp für Russland verkündet. Gleichzeitig haben die Driller gesagt in den USA, wir können eigentlich nicht unseren Output signifikant steigern. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Selbst die Amerikaner, die ja weitgehend autark sind in Sachen Energie,
werden damit schon auch ein kleines Thema zumindest haben. Shell hat sich jetzt übrigens auch komplett aus Russland zurückgezogen. Also Russland ist der Paria der Welt. Selbst wenn es einen Waffenstillstand gibt, wird das auf Jahre hinaus nicht geheilt werden, wenn wir auf Jahre hinaus das Vertrauen in die Regierung Putin verloren haben, wenn die dann noch an der Macht sein sollte. Mithin wird also alles Gekappte bleiben, weitgehend, was mit Russland zu tun hat, und eben auch damit Rohstoffe und Energie weitgehend gekappt bleiben mit Folgewirkungen. Und so hat Joe Biden richtig gesagt, die Freiheit zu verteidigen comes with costs. Das kostet eben etwas. In den USA jetzt die Gallone über 4 Dollar, für die Amerikaner viel, für uns wäre das ein Schnäppchen. Jedenfalls sehen wir, dass ja da schon selbst Sanktionen ohnehin am Start waren. 70% des russischen Öls sind sowieso gar nicht mehr verkaufbar, weil es ja so eine Art Selbstsanktionierung gibt. Der Westen kauft das nicht mehr schon jetzt, um diesen Krieg nicht noch weiter zu finanzieren. Also wir sehen, das ist eine Geschichte, die sich wohl nicht mehr zurückgängig machen lässt. Und übrigens wollen auch die Amerikaner, wie Axios hier berichtet, die Goldreserven, die noch in den USA lagern, die sind ja oft bei der New Yorker Fed eingelagert oder in Fort Knox, haben die Amerikaner ja auch ein bisschen was liegen. Das will man beschlagnahmen. Also das trifft jetzt auf allen Fronten sozusagen, kommt das. Wir haben es jetzt mit dem größten Energiesupply-Shock ever zu tun, wie Goldman Sachs hier gesagt hat. Man belässt erstmal das, oder man hebt das Kursziel auf 135 an, da waren wir heute fast schon, beim WTI-Öl. Die Leopoldina, diese Hochschule mit staatlichem Anstrich, sagt, russischer Gaslieferstopp handhabbar. Ja gut, für Optimisten ist alles handhabbar, gar keine Frage. Das wird natürlich ein Riesenaufwand und es ist unter immensen Kosten nur zu schaffen. Und genau das ist das Problem, warum eben die Dinge jetzt schwieriger werden, selbst wenn jetzt ein schneller Waffenstillstand kommt. Hier ist eines vielleicht auch wichtig, was Goldman Sachs hier sagte, die EU hat sich jetzt ein bisschen bewegt, hin von dieser Dekarbonisierung, also grüne Energiewende auf Teufel komm raus, mit Prüfungen der Banken, ob sie in irgendwelche Ölfirmen Kredite vergeben haben und wenn ja, werden sie abgestraft. Jetzt hin zu, wir wollen doch einen warmen Hintern haben, uns ist die Energiesicherheit lieber als zu frieren. Wie hat Bertolt Brecht gesagt, das Fressen kommt vor der Moral, und wenn es jetzt ums Fressen geht, wenn das Fressen nicht mehr sicher ist, dann muss man bei der Moral ein paar Abstriche machen. Genau das passiert jetzt, nicht zur Freude von Madame Thunberg. Und Goldman Sachs sagte weiter, die letzten 10 Tage haben den schärfsten Anstieg der Commodity Markets gesehen seit 1973. Aber anders als in den 1970er Jahren, und das ist auch meine Rede, ist es vorwiegend Eurocentric, also bezieht sich auch für die Eurozone, not US-centric. Damals war das auch vor allem ein Problem der USA, aber nicht nur. Aber jetzt ist es vor allem ein europäisches Problem. Und it's likely to involve every commodity, energy, metals and food. Und das ist etwas, was damals in der Ölkrise nicht so stark war. Da ging es nicht um eine auch Ernährungskrise, die möglicherweise vor der Welt, vor der die Welt steht. Das ist der große Unterschied. Damals wurden die Sachen viel teurer. Klar, dann haben die Zweitrundeneffekte eingesetzt. Die Arbeitnehmer haben mehr Lohnsteigerungen verlangt. Die haben dann diese höheren Löhne bekommen. Da sind wir ja noch gar nicht in Deutschland. Die Amerikaner sind da schon ein Stück weiter. Und so hat sich die Inflation aufgespult. Aber wenn jetzt von allen Seiten dieser inflationäre Druck kommt, der natürlich dann bei 2% am Jahresende landen wird, wie wir bei der EZB und von Frau Schnabel lernen, dann wird das natürlich heftig. Dann ist das eine massive Geschichte. Schauen wir uns mal die Länder an, die am meisten russisches Öl importieren. Nummer 1 China, Nummer 2 Niederlande, das hat mit Rotterdam zu tun. Niederlande wird nicht so viel Öl importieren, sondern die verteilen das dann weiter. Also mit diesem weltgrößten oder Europas größten Hafen Rotterdam. Und dann Deutschland, das sind die größten Abnehmer. Also China ist natürlich hier ein riesiges Thema. Und die Chinesen, die haben natürlich jetzt auch ein Thema, wenn die Weltwirtschaft weitgehend absäuft oder immer mehr absäuft. Dann haben die natürlich ohnehin in dieser schwierigen Situation mit Immobilienkrise, da haben wir heute einen Artikel auf Finanzmarktwelt gehabt, und Ukraine-Krieg, das bringt die Wirtschaft noch weiter in Gefahr. Und meine Hoffnung war, dass vielleicht China eben dann vermitteln wird, und vielleicht kommt das ja auch noch, die vielleicht da hier am ehesten noch Einfluss eben auf die Russen haben. Heute ja eine Videokonferenz Macron, Scholz und Xi Jinping. Dann Rabobank, der Ukraine War is still not priced in, der ist noch nicht wirklich eingepreist. Und das glaube ich auch, auch wenn wir jetzt Potenzial nach oben haben weiterhin oder in kürzerer Zeit. Denn, ich spaß vorhin an, diese Ernährungskrise
Die ist so horrend und die wird sich nicht schnell auflösen. Die Ukrainer werden absehbar erstmal ausfallen, selbst wenn jetzt irgendwie demnächst ein Waffenstillstand kommt, bis all das wieder sich irgendwie einrenkt mit Lieferketten etc., was hier wichtig wäre aus der Ukraine oder auch selbst aus Südrussland. Das kann eine globale Hungerkrise nach sich ziehen. Also vermutlich werden wir hier in Europa nicht hungern, aber es wird mindestens teurer. Aber andere werden wahrscheinlich hungern. Hier sehen wir mal Russland und Ukraine. Die sind verantwortlich für ein Viertel der weltweiten Grains-Exporte, also praktisch Weizen etc. Ein Viertel, 25%. Und wenn das mal eben wegfällt, weitgehend wegfällt, das kannst du nicht ersetzen. Das können vor allem bestimmte Länder nicht ersetzen. Und das ist diese andere Dimensionierung, die dann bis hin zu Flüchtlingskrisen geht. Das bringt diesen Kontext eben in eine andere Dimensionierung als damals bei der Ölkrise. Und jetzt kommt noch eine monetäre Konsequenz dazu, wie Zoltán Pozsa von der Credit Suisse sagt. Der Repo-Guru, wenn man so will. Wir sehen die Geburt eines Art Bretton Woods 3, sagt er hier. Bretton Woods war ja dann faktisch die Abkuppelung des Dollars von der Golddeckung. Das war praktisch der entscheidende Schritt hin zum Fiat-Kreditgeld, wie Thomas Mayer das nennt, das von einer Krise in die andere stolpert und jetzt wieder in der Krise ist, wenn man so will. Und er sagt, diese neue Weltorder, die ist konzentriert um Commodity-Based Currencies, also um Währungen, die eben aus Ländern stammen, die wirklich reichlich Rohstoffe haben, die also das haben, was andere nicht haben, aber sehr dringend brauchen. Das werden die Währungen sein, die wahrscheinlich sehr, sehr gut sein werden oder besser performen werden. Das wird das Euro-Dollar-System schwächen und wird die inflationären Kräfte im Westen stärken. Genau das ist der Punkt. Wir sehen auch hier sozusagen Folgewirkungen, die weit, weit über mal eben einen Waffenstillstand hinausgehen. Und warum das letztendlich keine nachhaltige Rallye ist, jetzt im mittel- bis langfristigen Sinne, die wir jetzt heute sehen, ist, hier sehen wir mal den S&P 500 und die Forward-Price-Earnings-Erwartung, also praktisch die Erwartung, wie in die Zukunft weitergeht. Da sehen wir eine ziemlich große Lücke. Wir sehen also, dass im Prinzip die Zukunftsaussichten für die Unternehmen nach unten gehen, die Kurse gleichwohl noch weiter in luftigen Höhen hantieren, zumindest noch lange nicht das eingepreist haben, was wahrscheinlich die Zukunft der Unternehmen beinhaltet, eben durch massiv gestiegene Kosten, durch eine schwierige Situation, die sich nicht auflösen wird so schnell, Lieferkettenmaterialmangel und. Sie kennen diese ganze Litanei. Und so steigt jetzt heute die Inflationserwartung in Deutschland auf den höchsten Punkt, seit diese Daten berechnet werden. Daniel Stelter, der Ökonom, hat einst den Satz gesagt, wenn die Welt russisches Öl oder Gas boykottiert, bekommen wir zweistellige Inflationsraten und unsere Wirtschaft bricht massiv ein. That's exactly the case. Deswegen wird der DAX sich zwar durchaus impulsiv erholen können, aber ich glaube nicht jetzt, wenn da nicht irgendwie Wunder passieren, sich nachhaltig nochmal wirklich erholen kann, oder es wird so viel Geld gedruckt, dass dann eh schon egal ist, ob er bei 16 oder bei 160.000 Dollar steht oder Euro steht. Und das fürchten die Volkswirte hier in Deutschland auch. Die fordern jetzt eine Zinserhöhung wegen Inflation. Man sagt, man muss sofort jetzt beginnen, die Inflation zu bekämpfen. Und damit helfen, eben diese Inflation einzudämmen. Allein es wird nicht gelingen, aber wenn man es nicht tut als Notenbank, dann ist der Kontrollverlust ja sowieso vollständig und komplett. Ich hatte heute Morgen aufgerufen, einen Begriff vielleicht zu suchen mit mir zusammen über die Tatsache, dass die Wirtschaft schrumpft, aber gleichzeitig die Inflation steigt. Der Begriff Stagflation trifft das nicht, weil er Stagnation, also Stillstand, beinhaltet. Wir haben hier keinen Stillstand. Und es kamen super Begriffe raus. Also ich muss wirklich sagen, ich bin stolz auf das Publikum hier. Das ist allererste Sahne, das ist hohe Schwarmintelligenz, die hier zu beobachten ist. Da ist einmal jetzt als Vorschlag gekommen Downflation, sehr gut. Inflation fand ich auch gut. Rezflation, okay. Fallflation oder Fallflation, auch gut, weil es im Englischen und im Deutschen funktioniert. Schrumpflation, auch nicht schlecht. Rezessionsflation, auch gut. Crunchflation, okay, kann man machen. Es gibt ja diesen angelsächsischen Begriff Shrinkflation, aber mir ging es ja darum, mal einen deutschen Begriff zu finden, wenn es irgendwie geht. Depressflation oder Rezessflation. Vielleicht schreiben Sie in den Kommentaren, welcher dieser Begriffe Sie am besten, am griffigsten, am eindeutigsten finden. Das würde mich freuen, aber das sind schon viele, viele starke, gute Begriffe dabei. Das ist echt fantastisch, was da seitens der Community kommt, muss ich ganz klar sagen. Und verweise noch auf
Heute in drei Artikel, meine Damen und Herren. Ich gehe da jetzt mal in die Vollen, all dieweil ich sie in der nächsten Woche komplett in Ruhe lasse. Da wird es keine Video geben. Also jetzt Videos noch bis Freitag nächste Woche dann nicht mehr. Da haben wir einen Artikel, oder eine Woche nicht dann. Wer ist Sergej Lavrov, der Mann an Putins Seite? Das Weltbild des russischen Außenministers. Da mal vertiefte Einsichten in das Denken, die Logik, das Fühlen des russischen Außenministers, das uns sehr viel über die russische Position sagt. Da auch ein Interview mit eben Lavrov, sehr, sehr sehens- und lesenswert, die ganze Geschichte. Dann will ich Ihnen zur Verfügung stellen, hier diese, den Wortlaut auf Deutsch, wie die EU eben das russische Gas, die Importe des russischen Gases um 2/3 reduzieren will. Und dann auch einen Artikel über deutsche Aktien stürzen unter das Blasenniveau des Jahres 2000, nämlich wenn man den Kurs DAX sieht, also den DAX ohne Dividende, auch das ein sehr, sehr interessanter Artikel. Also drei Artikel, meine Damen und Herren, die gebe ich Ihnen jetzt als Hausaufgabe auf. Ich weiß, das macht mich wahnsinnig beliebt, aber es ist halt, wie es ist. Ne? Ich kann es ja nicht ändern. Bedanke mich bei Ihnen für diese tollen Vorschläge und sage erst einmal Servus und Ciao.